Servus, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Red Dead Redemption 2. Ihr seht, wir stehen nicht mehr da. Wo wir stehen nicht vor der Hütte, die ich erkunden wollte. Ich habe es nicht vergessen. Wir stehen im Schnee. Ich habe gestern noch den Weg auf mich genommen, um zu unserem letzten Revolverhelden zu gelangen. Es ist zu kalt. Ich verliere etwas Leben ab und an. Und ja, eigentlich hätten wir jetzt, also heute ist Montag, eigentlich hätten wir jetzt unser Freitagsbier, aber. Es war erster Advent. Es gibt Glühwein, stoßen wir so an. Auf euch, Leute. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin müde. Das Scheißerle, das kleine Prinzessin, hat die Nacht früh beendet. Und jetzt noch, sag mal. Und jetzt, oh, er rutscht. Und jetzt noch Glühwein. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber schau mal halt. Da ist er doch. Oder irgendjemand ist es jedenfalls. Da ist auch jemand. Wie er rutscht. Wir haben ihn gespeichert. Uns kann es jetzt nichts passieren. Ne? Also wenn wir ausrutschen und bla bla. Ich glaube, da sind schon welche auf Kriegspfad, oder? Und wollen ihn abholen. Pass auf, damit wir doch etwas besser dastehen. Zwar nur ein kleiner Kratzer im Prinzip. Aber ist, glaube ich, die vierte Dose mittlerweile. Hallo. I don't mean no harm, okay? Just want to speak to Hernandez. We don't take to visitors up here. Warum nicht? Sag mal! Man kann ja hier keinen Besucher mögen, aber muss man gleich ganz so sein? Naja, jetzt habt ihr es halt herausgefordert. Ich habe Glück gehabt, dass da das Wagen gerade im Weg war. Oh, habe ich was übersehen? Ja. Ich blute. Oder irgendwas in der Richtung. Hat mich hier richtig böse getroffen gerade. Ist mit ihm ist der ausgerutscht? Eieiei. Das hat abgegriffen. Abgegriffen? Kopfbedeckung. Was haben wir denn für Kopfbedeckung? Ja, hier eh wieder nicht speichern, ne? Das war jetzt kein guter Schusswechsel. Bevor das jetzt liegen bleibt. Nein! Bevor mein Hut liegen bleibt, wollte ich eigentlich sagen. Bevor mein Hut liegen bleibt, nehme ich aber das jetzt mit dem Wind, ne? Okay, wir plündern erst einmal. Irgendwie komme ich gerade nicht an meinen Hut ran. Ich merke gerade, ich bin ziemlich müde. Es wird lustig. Man hat es gerade gemerkt. So, wir dreimal plündern, haben wir gesagt. Pervis, was ist denn eigentlich mit dir? Die Schreck gar nichts machen, ne? Du bleibst einfach stehen. Mehr. Und eh hier noch. Ja, bist fein. So, jetzt nehmen wir mal den Ballermänner mal. Da ist noch einer. Da einmal drüber laufen. So. Wir mögen keine Besucher. Kommt der jetzt dann eigentlich raus? Er mag wahrscheinlich Besucher, ne? Hä? Schläft er noch? Hat er geschlafen? Hat er es nicht mitbekommen? Oder was mit den Ohren? Ach, naja. Solche Amigos in, hier in solchen Gebieten, ne, ist auch komisch. Ist doch gar nicht ihr Habitat. Ich wäre auch nicht schön fühlen, wenn ich jetzt in der höchsten, größten Hitze wohnen müsste. Jeden Tag? Jetzt? Wird dunkel. Ey, Leute, jedes Mal, wenn wir spielen, wird es auf einmal dunkel. Oder ist Nacht? Was ist denn da los? Sind wir einen komischen Rhythmus drin? Kann eigentlich auch nicht sein. Sehe ja fast nichts mehr. Soll ich ihn rufen oder einfach rein? Komm, wir gehen rein.
Ich sehe schon. Ich rufe aber auch nicht, ne? So, hier vielleicht? Nein. Wollen wir jetzt einfach in Brand stecken? Dann muss er ja raus. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir ja wohl mit ihm reden, ne? Was denn hier wohnst du? Flacco Hernandez, you in there? I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you about Boy Calloway. I'm unarmed. Wieso schwitzt der? Ach, der ist krank. Just wanna talk about Boy Calloway? Sure. Here's your message. Eieiei. Ich wollte ihm bloß die Waffe wegschießen. This one won't miss. Hör dem auf! Halt auf! Alter. Kann man ihm jetzt nicht? Anscheinend nicht. Ich wollte ihn noch jetzt einmal fesseln. Na gut. Hier, fotografieren, zack. Die Scheiße, gab mal was hier. Nein, ich will jetzt nicht in Social Club. Nein! Danke. Selbstporträt? Nee, will ich jetzt auch nicht. Ich will kein Selfie. Jetzt hör halt auf. Jetzt leg die Scheiße weg. So, danke. Und der hat wieder was fallen lassen. Ein. Bacchus Revolver. Ein Hut. Nehmen wir jetzt den Hut. So. Und das Ding ist natürlich was ganz Normales, ne? Hey, Peppets. So, was hier? Flakos. Oh, die sehen sehr ähnlich aus. Jedenfalls auf dem kleinen Mini-Bild. Haben wir jetzt eigentlich... Jetzt kommen halt bitte einen Schritt noch her. Yep, come on. Let's get... So. Haben wir jetzt eigentlich alles hier drin? Ja. Okay, dann passt. Gut. Das lief aber wieder gut, ne? Bis auf das erste lief jetzt alles nicht so geil. Einzig war die Frau, die mit sich reden hat lassen. So, nehmen. Eieiei, Leute, ich merke schon wieder. Der Schnupfen kommt an. Karte. Die Karte jetzt schon wieder. Schatzkarte. Okay. Kann ich die noch angucken? Machen wir übers Menü. So. Wehmunition, jawohl. Mein Gott, sind die alle aber ein bisschen komisch drauf, ne? Jetzt habe ich den extra entwaffnet. Und was ist? Das ist nix. So, jetzt haben wir alle, ne? Hä? Ist immer noch gelb. Gut, dass ich es noch gesehen habe. Anscheinend haben wir kein gutes Foto gemacht. Typ, was ist mit dir? Liegst du falsch rum drin, oder... Jetzt? Ach komm, gibt's doch nicht. So, was soll ich denn machen? Was soll ich jetzt machen? Ihn zum Feuer legen, nicht, dass er verbrennt. Jetzt, oh, und jetzt kommt erst. So lange ist es nie gebraucht. Okay, da haben wir jetzt noch nicht mal Bronze bekommen, ne? Guck mal, wie die Schnee da glitzert, hä? Das Glitzern für Neuschnee? Oh, jetzt glitzert er nicht mehr. So, Fernando, Enchiladas. Damit wir wieder was sehen. Gehen wir einmal kurz pennen, wenn es möglich ist. Dann gucken wir uns ganz kurz noch die Umgebung hier an. Sonnenlicht. Sag mal. Schlafen. Ah, verschlafen, bitte. Bleib mal da so. Ja, genau. Bis zum. Ne, bist du mal. So.
Ist. Also man hat Glühwein, ne? Denkt man sich auch. Es musste weg. So, nicht schlafen. Nein, jetzt schlafen wir nicht schon wieder. Arthur, jetzt gehen wir erstmal. Ich habe gerade was gehört, wie. Alles klar. Was könnte es ein Vogel sein? Wird schon passen. So. Denkst du, wir haben hier was übersehen an alles? Wie heißt das nochmal? Ach, so Spaß. Falco, ich nenne jetzt einfach Falco. Falco, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben hier irgendwas übersehen, was wir noch mitnehmen müssen. In der Eile, in der Hektik. Wie wir hier zu Tage führen. Nein? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht alles gesehen haben, aber wir kommen bestimmt, oder ich komme offline, offscreen nochmal her. Guck mir es an. Das ist unsere erste Unterkunft, als wir das Spiel gestaltet haben, sind wir da angekommen. Da ist das Haus von Sadie, das abgebrannt ist. Selbst dahin ist noch ein bisschen neblig, da müssen wir unbedingt noch hin. Aber das mache ich alles mal, oder in Zusammenschnitt oder sowas. Wenn man, wenn ich, jetzt eigentlich schnell reisen, nee, ne? Wenn ich, wenn ich eine warme Klamotten und so weiter habe, da ist auch noch nicht so richtig, ne? Also das ganze Gebiet, ein paar Geheimnisse sind hier noch. Tempestrim, hier, wie kommt man denn da hin? Da wahrscheinlich nicht, weil das sind Berge, ne? Also, ich sag mal so, ich habe mich, als ich das Spiel durchgespielt habe, auch irgendwann mal gelangweilt. Oder halt einfach mal auf eigene Faust geguckt, was ich so entdecken kann. Ich bin ja keiner, der sich da so Hilfe sucht, normalerweise. Im Internet, weil ich selber entdecken will, ne? Alte Schule, vielleicht sterbe ich 50 Mal öfter als jeder andere, aber ich habe es selber gefunden. Da freue ich mich auch mehr, weil wenn ich weiß, was mich erwartet, habe ich da keinen Spaß dran. Deswegen mag ich auch so Spoiler, ne? Ihr wisst, was ich meine. Mag ich nicht. Genau. Aber ein paar Sachen weiß ich noch nicht, ob ich da vielleicht doch nochmal vorbeigucken will, weil ich habe, sag mal, was habe ich denn entdeckt? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was man wirklich alles entdecken kann. Ich sag mal, mindestens 50% von den Geheimnissen habe ich entdeckt. So. Und ich habe also noch viel offen. Und manche denke ich mir auch, okay, hat sich das jetzt gelohnt, das so akribisch zu sein? Aber auf jeden Fall im Stream lasse ich euch damit in Ruhe. Wenn ich mal was finde, dann mache ich halt eine kurze Aufnahme oder so und schneide es mir irgendwie mal zusammen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. So, jetzt müssen wir mal eigentlich zu Marguerite. Dem Zirkustypen-Typ sie helfen. Und dann können wir noch RS machen, bis wir dann wieder die normalen Quests machen. Das heißt, wir schneiden die einmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was? Jetzt habe ich es fast vergessen. Wo war wir denn das letzte Mal, als wir gesagt haben, die Hütte machen wir hier noch? Leute, das muss ich mit euch machen. Das war die hier. Ja, also, da sehen wir uns dann. Da sehen wir uns gleich wieder. Gleich. So, und da sind wir wieder. Im Warmen, beim Beamten und Post abholen. Ich habe gerade noch gesehen, wir haben Post bekommen. Quarzbrocken von 3 Tagen. Achso, weil wir einen Dinosaurier gefunden haben. Okay, jetzt mal Quarzbrocken. Was machen wir denn mit Quarzbrocken, Leute? Essen nicht. Sind die was wert? Kann man die spenden? Kann man die verheizen? Kann man die, also ey, wahrscheinlich spenden. Pebbles, gehst du von den Schienen runter? Du bist fast drauf. Jetzt kackt er nicht hin. Und die Lok ausrutscht. Das stinkt. Ja. Also. Ab zum Häuschen. Knusperknäuschen. Ja. Nach müde kommt dumm, wie gesagt. Und dann zu Margret. So war der Plan. So, ach, da sind da Pferde. Nee, komm, keine Pferde heute. Aber jetzt, also ich brauche ein Erfolgserlebnis. Ich war auf dem Weg hierher, bin ich in Ärger geraten wegen Anke. Hat sich nicht gelohnt, es aufzunehmen. Also ich habe es aufgenommen, aber es hat sich nicht gelohnt, reinzunehmen. War ein Valentine und hat irgendjemand wieder beleidigt und hat gesoffen und ich habe ihn rausgehauen. Jetzt war das hier. Und ich hatte dann eigentlich war es cool. Ich habe halt jemanden verprügelt, ne, wir waren uns einig und dann gab es doch einen Zeugen und dann waren es $200 Kopfgeld. Sag mal so. $200. Ja. So. Das mal dazu. Sag mal, wenn da schon so ein Brett wegfällt, kann man da nicht irgendwie. Das sieht sehr marode aus, ne? Wer will's?
Wir opfern jetzt ein Dynamit, das ist okay für dich. Ist fest. Kurzer Moment. Jetzt sehen wir was. So, oder? Also, das waren auf jeden Fall Fischer. Weißt du, weit draußen, ne? Oh, komisch. Cracker, Cracker. Uncle Cracker, kennt den noch jemand? Was hat denn der eigentlich gemacht? Uncle Cracker? Pop, oder? Rap war's nicht. Irgendwie war der, glaube ich, mal ganz schön nicht bekannt, aber jetzt sagt man noch nicht mehr, also jetzt wisst ihr noch nicht mehr, was er gemacht hat. Nehmen wir auch nicht, das haben wir auch nicht, das haben wir auch nicht, da oben liegt noch irgendwas, wollen wir auch nicht. Da liegen hier noch Bücher, Badezusätze wahrscheinlich, genau, da ist eine Badewanne. Was war das? Wir suchen Schatulle. Ach, und ein Bett. Jawohl, Gewehr. Munition, jawohl. So, Geldkammer sehe ich doch. Dann einmal. Nee, nicht ins Bett. So, hier. Schönes Bild da oben. Doch nicht schön. starkes Schlangenöl, okay. Da oben noch irgendwas. Nein. Ja. Gut, Leute, schließen brauchen wir nicht. Gehen eh gleich. Ruhig offen bleiben. Und da würde ich sagen. Was ist das? Beifuß sein oder was soll das sein? Komisch, ne? Was sein, das wieder mitteilen könnte, die Story hier. So viel getrocknete Sachen. Was würden Fischer denn für Kräuter trocknen? Wahrscheinlich alles, was besser riecht als sie, ne? Ja, keine Ahnung. Geh weg. Da oben wachsen sie gleich, ne? Im Hobbit-Haus. Eigentlich schön. Wo wollte ich denn da oben hin? Nee, da machen wir bloß heute wieder Quatsch, ne? Wenn wir das jetzt auch noch machen. So, Zebra. Dann fangen wir jetzt doch mit dem Pferd. Okay, Girl. Aber zuerst. You're a brave girl. Mal den Schnee runterwaschen hier. Salz. So, noch einmal. Dann brauchen wir wahrscheinlich ein Lasso und kein Dynamit. Und Ausdauer. Dann bin ich mal gespannt. Zu trinken. Aber der Service hier, ne? Also, ich bin jetzt selber der Service. Derzeit nicht verfügbar, die Postkutsche. Oh, da ist ein Haus. Pevitz, kannst du einhändig? Ja. So, jetzt darf ich bloß nicht verschütten. Also, war das so weit weg, ja? Ach, da müssen wir das Zebra aber noch hinbringen. Das ist eine Tagesaufgabe heute. Ja. So, okay, jetzt hole ich mal kurz raus. Hier. Ja, dann, hier ist doch ein Hügelchen. Da können wir noch mal. Da kann man auch noch mal gucken. Da. Jetzt bist du bereit? Ist ja auch gut. So, komm mal her. Sieht mir aus wie ein Maultier. Tatsächlich? Das ist tatsächlich. Ja, das macht ja auch schon so komisch. Muss ich das jetzt die ganze Zeit halten, ne? Es ist ein angemaltes Maultier, Muli, keine Ahnung.
Musik. Komm jetzt mit. Zu deinem Herrchen. Frauchen, was auch immer. Lauf mir nicht so. Gib mich auf die Pelle. Bist du eigentlich entlaufen? Geradeaus wäre gut, ne? Wer fällt ein? Da ist ein bisschen hügelig, ne? Zur Not gehen wir auf die Schiene und dann. Das wird schon gehen. Sag ich jetzt noch? Das war jetzt einfach. Was war noch? Tiger und Löwe? Hä? Nee. Das wäre Quatsch, oder? Das war immer so ein ähnliches Tier. Ah, ich weiß nicht. Lauf nicht, ja. Genau. Nicht einen Baum dazwischen bekommen. Wir sind rüber. Also der Hintern ist fast gleich, ne? Ich glaube, die kommen von der gleichen Mutter. Oder Vater. Oh, jetzt wird es aber richtig abgewaschen. Oh, da ist es ja schon. Wir bekommen bestimmt einen Folgeauftrag. Ja, wäre auch Quatsch, wenn nicht. So, weil mit einem Tier will er bestimmt nicht weiterarbeiten. Hier, bitteschön. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can't call him that. Although he's as much as a lady animal wrangler. Wer weiß es noch? Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or ach, Bär? Wo ist er noch Bär einfach? In the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary. Aber das macht doch IA-Geräusche. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course. I shall make it worth your while. But first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. Die Menagerie. My assistant's gone. Kennst du nicht? Tiger? Yes. And taken our remaining lion in case. Also Tiger, nee, okay, kein Bär. They're down there on Caligar Way. Nicht jetzt. Please. Nicht heute. I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Was ist eigentlich hier los, Leute? Get out of these woods and you'll find the road. Lass mich in Ruhe. Ich will mal gucken, was du eigentlich noch hast. Kann ich das nicht einfach mal ein bisschen was von dir wegnehmen? So, weißt du, so. Sag mal, da steht doch gerade plündern. Über dieses Rumgeeiere hier, ne? Bitte? Danke. Ach, Pomade, ne? Ah, okay, alles klar. Ja, bevor du jetzt das gleich nochmal sagst, gehen wir weg. Noch heute noch, Leute, ich weiß es nicht. Ein Hauptquest wäre jetzt blöd anzufangen. Wäre aber genau in die Richtung. Und LS ist wahrscheinlich unser. Was ist denn das LS? Klemen? Achso. Nee, den erst recht nicht. Okay. Was machen wir denn jetzt? Doch nochmal da hoch, wo ich gerade hin wollte. Das wäre aber auch schon wieder Kunden, ne? Die Frage ist halt, wir haben ja jetzt halt eigentlich diese Armseelen. Wo waren das jetzt nochmal? Ja, wir haben das hier, genau, den haben wir jetzt gemacht. Okay. Also wir sind der Zeit voraus, das heißt, wir sind zwar fertig, aber er ist noch nicht bereit, die Geschichten zu empfangen. Wir müssen noch weiter voraus schreiten. In der Mainquest. Ja, boah. Weiß nicht, ob ich jetzt so Bock drauf habe, nochmal zu Kunden, aber den Tiger.
Es wird ja auch sowas Lahmes und dann müssen wir den da wieder hinbringen. Bis daher. Das andere war ja von da bis da. Es geht ja, aber das ist ja die doppelte, dreifache Strecke. Ah. Sträubt sich alles. Wer weiß, was da oben ist? Das ist wahrscheinlich auch nichts. Ja, mei, dann machen wir es halt, oder? Bevor wir jetzt hier noch weiter rumrätseln. Ja, ich finde mal auf dem Weg noch was, aber ich glaube es nicht. Genug Ärger eigentlich für heute gehabt. Ah ja, da sind die Typen wieder drin, ne? Ne, diesmal nicht. Tatsächlich. Okay. Jetzt wird schon wieder dunkel. Also langsam, ne? Ich habe jetzt mal geguckt, was es so vom Mods gibt und so weiter. Ich habe einige gefunden für uns, die jetzt nicht ins Spielgeschehen so eingreifen, dass irgendwas leichter wird, sondern halt Grafikverbesserungen, Animationen, egal. Und da gibt es auch eine, die den Tagesrhythmus verlängert, also mehr Tag, weniger Nacht. Jetzt fand ich das aber hier im Spiel nicht so schlimm, wenn es Nacht ist. Wir schlafen einfach und gut ist, weil kann es ja fast jederzeit machen. Aber mittlerweile, ich komme hier immer rein ins Spiel, es ist dunkel. Und jetzt wird es gefühlt schon wieder dunkel. Kann es mal sein? Entschuldigung, ich muss hier nur durch. Sorry. Was ist sowas? War da jemand? Ah, okay, jetzt müssen wir kurz mal innehalten, damit Pebbles wieder zu Kräften kommt. Sumpfgebiet, das hasse ich noch. Also nicht hassen, aber ich mag's auch. Oh, ne. Krokodile. Schlangen, Krokodile, matschige Wege. Oft Dunst, oft Nebel. Komische Geräusche die ganze Zeit. Oh, nee. So, was möchtest du? Zucker? Nee, komm. Das ist ein bisschen arg. Probier. Also, was müssen wir hier machen? Tiger. Dann nehme ich vielleicht doch. Ach, hier müssen wir hinfangen. Was ist das? Ach, Tiger bändiger. Moment, das war was ganz anderes. Hey, Mister. Oh. Miss. Howdy, Mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? Oh, from Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Bisschen enttäuscht ist er schon, ne? Er hat wahrscheinlich gehofft, dass es doch ein Löwen gibt. Okay. Ach, Trey, Track. Ja, 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 ist ja gut. Hier, das wird es sein, ne? Wo ist er? Ich habe gerade noch gesagt, da wird es sein. Hier, Pferde voll. Also, los geht's. Sag mal. Arthur, können wir vielleicht da ein bisschen besser werden dann? Und nicht so schnell verlieren? Vielleicht skillen wir das jetzt? Kann man das noch skillen? Sind wir richtig? Das Ding ging weg, ne? Das wird schon richtig sein. Hier ist es doch. Hier ist es orange, dann wird es so sein. Was ist der? Da ist er. Der Wow Wow. Oh, er da drüben. Oh, das Found your dog. Ex-Dog, Ex-Lion. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be striking. Hier. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well,
Let's hope it wants the other half of its dinner. Aber der ist doch vollständig. Irgendwie sieht das komisch aus, ne? Die Mähne war ganz christlich irgendwie. I'm gonna put him in your wagon. Hier, bitteschön. Somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Grubs up. Stay down. She won't be too far away. Was jetzt echt? Ohne Mist? Quick. Oh, was? Hier jetzt? To find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ich bin durcheinander. Any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. For was? Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Okay, das ist wirklich... Kann man das jetzt nicht zumachen? Oh, ich dachte schon, ich hab's das Sound. Sorry, girl. Alright. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Was? Wer wird's? Wer wird's? Guckt da nicht hin. Jetzt die haben sich lieb. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. This is the kind of speed you're meant to take in a dust storm. Jetzt habe ich keinen Untertitel mehr. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, thinner the next. Wieso haben wir da keine Sperre? So, also die Gitter halten so, ja. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and... You can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. Was ist wieder durch? Ja. I hope so. Top five, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. Ja. Da haben wir jetzt alle, ne? Ja. Nur jetzt muss, dass wir nicht so schnell vorankommen. Ja. Ehrlich gesagt sieht das Tier auch aus, als ob es nicht so richtig das Tier ist, was es ist. Ach so, weil es ein Puma ist. Aber als Tiger, ne? So. Jetzt langsam wird's. Ach, jetzt kommen wir voran. Ja. So, da hoch wahrscheinlich, ne? Hier so, nee? Okay. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful, you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Ja, ich war jetzt gerade vertieft. Sorry. We was tearing around here, looking for any kind of landmark, when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. But now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. Ah, you would have managed it yourself. I just helped you along.
you ever want to get in the sideshow business? Nee. I'm sure there'd be a place for Zirkus ist das, like ist das furchtbarste, was es so gibt an Schaustellerei. Wie Tiere. Und für die Menschen manchmal. Das Zoo schon nicht so schön, ne? Als Zirkus. Bestimmt cool, wenn so ein Kamel die ganze Zeit auf der Autobahn umgeschubbert wird und dann so in einen anderen Standpunkt und da dann eingezwängt und dann 5 Meter außen rumlaufen kann. Irgendwo in den bayerischen Auen. Ne? Richtig toll. Ne. Was ist denn da drüben eigentlich? Ah, nee. Ach ja. Ich hab jetzt, bist du da irgendwo hängen geblieben, ne? Bierstrauch. There it is, the caravan. Ja, ich weiß, ich hab Augen. Mr. Margaret! Mr. Margaret! Hi, Mr. Margaret! Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy eight king, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. There's a document here. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, Mister. Dann nein. Be a dear and fix me a gin. Gut, Leute. Genug Tiere gerettet für einen Tag, würde ich sagen. Und dieses schöne Bild beendet unsere Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus.